Stadt. Grüße Sie, hallo. Hallo. So, ein paar Weihnachtsleckereien bereiten Sie heute hierzu. Können wir ganz einfach zu Hause nachmachen. Bratäpfel sind ja immer beliebt auf dem Weihnachtsmarkt. Ich liebe die sehr. Ja. Mhm. Ich lasse normalerweise immer bei uns auf dem Crêpe-Stand, wir haben einen Crêpe-Stand vor der Haustür normalerweise, einen Franzosen extra einfliegen, damit ein Rentner, ein Freund von mir, und der backt dann 4 Wochen lang Crêpe, ist Familienmitglied. Und normalerweise ist er immer Heiligabend dann auch bei uns noch am Festtisch, und am nächsten Morgen fliegt er wieder nach Hause. Das heißt, Sie zeigen uns nachher das Geheimrezept von Ihrem Franzosen? Ich hoffe nicht, dass er es sieht. Der ist gerade in Frankreich, da guckt er keine Hallo Hessen. Das heißt, es werden keine normalen Crêpes nachher, sondern ganz besondere Crêpes, die Michelstadt-Crêpes. Aber erstmal gibt es Bratäpfel. Genau. Für diejenigen, die das bisher immer nur gegessen und noch nicht selber zubereitet haben, sagen Sie uns nochmal, welche Äpfel müssen wir denn dafür besorgen? Im Prinzip geht jeder Apfel. Mhm. Aber am schönsten sind natürlich solche klassischen Bratäpfel mit Boskop zum Beispiel. Also eine säuerliche Sorte, eine stabile Sorte, backstabile Sorte, wie wir Fachleute das sagen. So. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und ich mag immer ganz gern diese kleinen. Ja. Man kann natürlich auch große Äpfel verwenden. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen Goldene Litschis oder sowas nehmen, weil die sind nicht so stabil, backstabil und fallen dann relativ schnell zusammen. Was hilfreich ist, ist so ein Aushöhler. Mhm. Ja. Wozu haben Sie eigentlich die Handschuhe gerade angezogen? Wozu ich die Handschuhe gerade angezogen habe, weil ich mache gleich Sauerei. Und das ist immer ganz gut, wenn man dann auch, sag ich mal, die Sachen schnell wieder von der Hand runterkriegt. Für das was ins Loch kommt, ne? Genau. Mhm. Ich habe jetzt hier ein Loch gemacht, dann brauchen wir ein bisschen Marzipan. Ja. Wenn wir eine Mikrowelle haben, kurz in die Mikrowelle für 30 Sekunden, dann dehnt er sich aus und dann können wir das. Ist sonst zu hart? Rucki zucki, ja, ist ein bisschen stückig dann vielleicht. Mhm. Dann gebe ich so einen Hauch von Zimt, das ist immer gut. Ich habe jetzt natürlich hier von mir eine eigene Aprikosenmarmelade mitgebracht. Man kann natürlich auch ganz normal gekaufte verwenden. Mhm. Ja. Das kommt hier sozusagen dazu. Ja. Dann habe ich gehackte Mandeln. Ich mag die ganz gerne mit Schale. Mhm. Die haben einfach ein bisschen mehr Aroma. Wenn man mag, kann man die auch rösten vorher. Und dann noch ein paar Rumrosinen. Wer jetzt mit dem Rum Probleme hat, kann man natürlich auch ganz normale Rosinen nehmen oder Rosinen weglassen. Also da kann man tatsächlich so ein bisschen flexibel sein, ein bisschen frei, auch jetzt, ob man jetzt Aprikosenmarmelade nimmt oder eine Orangenmarmelade, eigentlich vollkommen egal. Sie können übrigens auf unserer Internetseite mal nachschauen, was denn so die Zutaten sind, in welcher Reihenfolge sie reinkommen, wie das Schritt für Schritt zubereitet wird. Unter hr-fernsehen.de/hallohessen. Da finden Sie alle Rezepte, die hier bei uns zubereitet werden, unter anderem auch den Seefertschen Bratapfel. Oder Sie gehen direkt auf diesen QR-Code, scannen den ein mit Ihrem QR-Code-Scanner und dann landen Sie direkt beim Bratapfel von Bernd Seefert. Wie geht's weiter mit unserem Bratapfel? Die Masse muss jetzt da rein. Die Masse muss da rein. Das heißt, ich fange einfach an, das rein zu stopfen. Ja, das kann auch ein bisschen oben rausschauen, wenn man merkt, okay, unten kommt es wieder raus. Nächsten Apfel, ja. Mhm. Einer nach dem anderen, ja. Und dann ist das eigentlich schon fast fertig. Geht schnell, ja. Das Einzige, was wir noch ein bisschen verwenden können, wenn wir mögen, ein Stückchen Butter obendrauf, ja. Und dann auf den Apfel. Auf den Apfel obendrauf, ja. Da ist noch so der Stiel dran, den müssen wir raustun. Einfach um den Apfel ein bisschen saftiger, ein bisschen buttriger zu machen. Mhm. Ich weiß, es sind Kalorien, aber es sind gute Kalorien. Reden wir Weihnachten wirklich über Kalorien? Nein. Ich nicht. Nicht Ihr Ernst. Sie sowieso nicht als Konditor. Kalorien sind Ihnen doch da total egal. Aber wie kriegen wir denn die Butter da oben rauf? Die rutscht da runter. Die rutscht in Anführungszeichen runter. Einfach nur eine Butterflocke oben drauf geben. Oder wenn man mag, kann man auch ab und an mal mit dem Pinsel so ein bisschen bepinseln. So wie man eine Soße im Endeffekt auch ein bisschen drüber gibt. Also bevor es in den Ofen geht. Genau. Ja, alles klar. Und dann kommt es halt darauf an, wie viel Personen sind wir dann am Tisch. Ja? Wie viel dürfen? Fünf? Vier? Plus Kinder, glaube ich, sind es. Kinder zählen ja nicht, ja, genau. Also meine fünf. Zählen für ich mich glaube, ganz viel. Ich Ja, fünf plus Kinder oder so. Aus zwei Haushalten. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick so ein bisschen verloren. Aber mit fünf sind wir auf der sicheren Seite. Ich mache mal zwei für mich in einen. Ja, ja? Das reicht. Mehr als einen schaffe ich nicht. Und dann kommen die in den Ofen rein. Oder Umluft. 150 Grad,
75 Grad. Aber Umluft, ja. Umluft finde ich immer ganz, ganz praktisch bei der Geschichte. Und dann muss man gucken, wie ist der Apfel. Da kann man auch mit einer Stecknadel mal reinpieksen und gucken. Einen kleinen Trick noch, wenn man verhindern will, dass der Apfel platzt, dann tut man hier oben im Sparschäler noch so ein bisschen Schale wegnehmen. Dadurch platzt der nicht. Sie sagten ja, reinpieksen mit dem Holzstab. Man kann auch, aber wie muss ich das anfühlen? Woher weiß ich, dass der Apfel fertig ist? Wenn kein Widerstand mehr da ist. Okay. Ja? Und pieksen nochmal kann man auch, da platzt er auch nicht. Gut. Ja, also klar. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. So, jetzt sehe ich ja hier, dass es leckere Vanillesoße dazu gibt. Ja. Aber ich sehe keine Zutaten für Vanillesoße hier. Nein, ich habe gedacht, wir konzentrieren uns erstmal auf die gebrannten Mandeln. Ja. Ach, die gibt es ja auch noch. Aber das Rezept, das haben Sie notiert? Das haben wir sozusagen auf dem QR-Code hinterlegt. Also von daher ist es alles total einfach. Siefertsche Vanillesoße. Siefertsche Vanillesoße. Sehr gut. Mit bei uns zu Hause natürlich aus der eigenen Vanille aus Uganda. Ah, Da ernten Sie da Ihre was, eigene Vanille. Genau. Na, Sie waren auch selber schon da, ne? Wo die herkommt, die Vanille. Dieses Jahr war ich im Frühjahr da. Herrlich. Ja. Jetzt kommen wir zu den gebrannten Mandeln. Und dazu brauchen wir eigentlich nur Zucker. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Vanillezucker. Wenn man mag, ein bisschen Zimt. Ja. Und dann brauchen wir Mandeln. Mhm. Aber wir nehmen nicht die geschälten, ne? Nee, bitte auch da. So, jetzt muss ich hier das gute Stück mal zum Laufen bringen hier. So, zack, will nicht. Ist der Topf geeignet für? Der ist, ja. Wie heißen die Herde? So, Induktionsherde. Ja. Genau. So, jetzt müssen wir das im Endeffekt nur noch zum Kochen bringen. Und das tut er jetzt auch. Man hört es schon über das Mikrofon. Schnell. Ja. Und sobald das kocht, die Butter tun wir zum Schluss rein. Sobald das kocht, das ist ganz wichtig, einmal kurz aufkochen. Ja, und nicht mehr Wasser dazugeben. Desto mehr Wasser wir dazugeben, desto weniger schnell kristallisiert das aus. Ja. Das ist der ganze Trick dabei. Ja. Und wer natürlich dem Thema Alkohol über Weihnachten vielleicht ein bisschen zugetan ist, der kann das Wasser auch zum Beispiel durch ein Amaretto ersetzen. Okay, das schmeckt dann noch mal intensiver. Ja, aber die gebrannten Mandeln sind jetzt nicht dafür gedacht, die über den Bratapfel zu geben, sondern das sind die wir so aus der Tüte kennen. Das sind die wir aus der Tüte kennen, genau. Ja. Ja, die kann man tatsächlich auch zu Hause selber machen. Ich muss jetzt nur noch sozusagen so lange dabei rühren, bis der Zucker auskristallisiert, also das Wasser verdampft. Ja. Das kann aber dauern, oder? Das kann ein bisschen dauern, ja. Das hat was Meditatives, oder? Ist für mich eh. Also alles, was man im Topf rühren kann, ob es gebrannte Mandel oder Risotto-Reis ist, einmal ins Umgehen und ist tatsächlich total tiefenentspannt. Herrlich. Ja, gut, dann können Sie ja noch eine Weile rühren, weil es sieht so aus, als würde das noch ein bisschen brauchen. Gut, aber man darf nicht aufhören zu rühren, weil sonst Man muss verbrennt. Die ganze Zeit rühren, weil der Zucker, der muss sozusagen in Bewegung kristallisieren, weil dann haben wir diese Zuckerschicht außenrum. Das passiert jetzt in 2-3 Minuten und dann ist es. Also, wir merken uns für gebrannte Mandeln bitte nicht aufhören zu rühren. Für den Bratapfel das Marzipan kurz in die Mikrowelle machen, damit es ein bisschen weicher wird und sich ausdehnt und damit der Apfel nicht platzt. Einfach ein bisschen pikieren, ein bisschen pieksen. So, nachher komme ich zurück und dann geht es mit den Mandeln weiter. Und Crêpe, französische Crêpe machen wir nachher auch noch. Freue ich mich sehr.